Aua! Hallo, ich befinde mich hier auf der Retro-LAN. Es ist schwer warm. Retro! So, herzlich willkommen zu Ravioli Ghetto Customs. Ja. Ghetto. Das ist Schmettes PC. Seine Grafik. West Coast Customs. West Coast. Seine Grafikkarte ist ein bisschen unentspannt. 90 Grad. Das ist der 90. 350 Watt Verbrauch. Er hat ein 650 Watt Netzteil, da geht noch was. Wir bauen die jetzt mal aus. Das ist ein R929 TriXOC von Sapphire. Und ich habe da ja schon Erfahrungen mit ganz hässlichen Modifikationen, die aber sehr leistungsstark sind. Also in diesem Sinne, bis gleich. Der hat keine Ahnung, was ich mache. Karte liegt noch nicht auf dem Tisch, aber das ist auch nicht so schlimm. Komm so mal mit. Wir entfernen die jetzt nämlich im ratenden Zustand. Lassen Sie sich nicht von uns stören. Ja, lassen Sie sich nicht von denen da stören. Ich habe übrigens fest. Guck mal, das ist ein schönes Gerät. Ne? Das haben wir so noch gar nicht in solchem schönen Licht. Guck mal, wie stimmig das ist. Ne? Aber leider werde ich den Kühler. Achso, du meinst, das ist eine schwarz-gelbe. Ja. Dann machen wir eine 3-Slot-Karte draus. Also 3-Slot-Karte. Ich habe festgestellt, dass deine Lüftersteuerung ja so custom eingestellt war und dass sie deshalb nur so heiß geworden ist. Nichtsdestotrotz werden wir mal schauen, was da so geht, weil deine Leroy Jenkins. Deine Lüfter sind ja so ein bisschen durch, gell? Die. Ja, ich habe einen mittleren. Der mittlere Lüfter von meiner Grafikkarte hat eine Unwucht, würde ich mal behaupten. Ja. Und bei einer bestimmten Geschwindigkeit fängt der halt an, störende Geräusche zu machen. Den macht dann halt. Macht er das? Die macht dann halt so. Und das nervt halt beim Spielen. Und jetzt hatten wir das immer so gemacht, dass wir es so eingestellt haben, dass der Lüfter ab einer bestimmten Temperatur einfach schneller läuft, damit dieses störende Geräusch weg ist. Weil schneller laufen war immer noch leiser als diese Umwucht. So, jetzt vergreift sich der Mensch hier gerade an meinem Inneren. Sie ist heiß! Ja, was hast du erwartet? Sie soll heiß sein! So, heiße Scheiße! Ja! Ich hätte auch mal einen Strand gehabt. Follow me! Das ist aber hilfreich, weil dann kriegen wir besser den Kühler ab. So, soll ich mich sit setzen? Down, baby! Come on! Das können Sie jetzt auf Amazon.de bestellen. What is this? It's a screwing set. Oria Screwdrive Set. Vielleicht gibt es ja hier was Hilfreiches. Lass mal gucken. So. Blub. Das ist ja cool. Ja. Ich habe so ein ganz günstiges, glaube ich, für 10 Euro. Das ist ähnlich günstig, aber okay. Ist nicht schlecht, glaube ich. Hallo übrigens. So. Ja, Grafikkarten haben furchtbar viele Schrauben, aber wir machen das. Deine Karte hat noch alte Paste. Ich bin mal gespannt, wie hart die ist. Das ist zum einen natürlich eine Tuning-Möglichkeit. Und wir entfernen jetzt erstmal die Schrauben vom Kühlkörper. Wie hoch ist die Chance, dass danach noch alles funktioniert? Och, hoch. Es ist 2 Uhr in der Nacht. Ist immer noch eine gewisse Diskrepanz. Kurz vor 2:30, da kann nichts anbrennen. Da brennt nichts an. Niemals. Ich kenne das mit dem Kühler hier schon. Wir machen das jetzt richtig schön. Ich habe das schon 10 Mal gemacht und davon hat's 3 Mal fast funktioniert. Also in diesem Sinne. In diesem Sinne gute Nacht. In diesem Sinne gute Nacht. Ja, also. Das machen wir schon. So, jetzt hier, jetzt kommen die interessanten Schrauben, wo der Kühlteil dran sitzt. Die schraube ich mal so ein bisschen gleichmäßiger los. Das heißt quasi, die Grafik hat eine GPU. Eine GPU. Ein RAM. Ein PCB. Ein RAM. Und ein Stück Kühler. Ich glaube, wie viel Gigabyte habe ich da drauf? 4 Gig, immerhin. Immerhin. Ja, die hat ja auch jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel. Ja, das ist schon günstig erworben, die Karte. Ein langes Brett. So, und hier hinten natürlich sind noch die beiden Screw Your Nuts Schrauben, genau. Die machen ein bisschen wahnsinnig, aber die müssen halt auch ab. Und dann kannst du entscheiden. Ja, aber mit 20 Kicker ja nichts gelassen. So, jetzt sollte das alles ganz fluffig, ganz einfach abgehen. Ja, sieht man.
Ja, sieht man, ne? Wie von selbst. Ist überhaupt nicht angebaut. Fällt direkt in alle Einzelteile auseinander. Fällt gleich fällt auseinander. Alles instant in Löte. Ist das das Bluesmobil oder was? Das ist ich hab's eingetauscht gegen Mikrofon. Ah, so. Kaputt gebrochen. Zack, siehst du. So. Meine Güte, wie wenig Grafikkarte quasi. Ja, und viel kühler, ne? So, und das ist El Paste. Ja, bisschen gummiartig. Möchtest du mal fühlen? Fühl mal. Probier mal ein Stück. Meinst du, die leitet noch gut? Wie vorsichtig er es anfasst. Pfui. Meinst du, da leitet doch irgendwas? Keine Ahnung, ich kenne die ganzen Konsistenzen von der Wärmeleitpaste dort nicht. Naja, soll ich dir mal neue... Das ist wie Bremsenrolle. Soll ich dir mal neu ins Auge schmieren? Neu ins Auge schmieren. Ah! Und immer wieder, wenn ich so eine GPU offen liegen sehe, dann schiele ich immer auf dieses Flüssigmetall, aber... Naja. Beim Daniel hat das verdammt viel gebracht, aber... Aber das ist auch ausgezeichnet mit 25 internationalen Awards. Awards. In ja. Print und Wettbewerb. Aber ich denke, wir arbeiten. Fleischersiegel, was? Ich denke, von der Fleischerinnung. Ich denke, um die Uhrzeit. Moment mal, wenn ich die Grafikkarte jetzt verkaufen will nachher. Dann können wir die wieder dem Originalzustand zurückversetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist kein Problem. Nein. Das ist spurenlos. Das ist Sache. Kann ich sowas auch selber machen? Das ist eine Ghetto-Modifikation. Das kannst du ganz einfach selber machen, indem du Schrauben losschraubst, die Karte vorher vorheizt und dann... So, mit was heizen sie das? So, guck mal, jetzt haben wir das schon mal ab. Ja, das ist schon da TX. Ist eins dieser... Da ist der Krawallbrüder hier, der in der Mitte. Irgendeiner macht den Krach. Die Lüfter verwendet Zephyr ja schon eine ganze Zeit lang. Ich glaube, mittlerweile haben sie andere Modelle. Aber die waren halt immer anfällig dafür, solche Lagergeräusche zu machen. So, das pinseln wir jetzt so ein bisschen aus hier. Ich habe die Grafikkarte von Bernie übrigens unter dem Wasserkran ausgewaschen, weil das eine Raucherkarte war. Das war auch lustig. Ja, alles sauber, alles picobello. Das sage ich dir jetzt. Ah, herrlich. Gut, dass ich in der Küche schlafe. So, ich muss auch mit der Kamera zwischendurch drauf gehen. Ich gucke mit den Augen und nicht mit der Kamera. Ja, weil echt ist halt geilere Grafik, ne? Ist ja. Wieder sauber, repariert. Ja, schon repariert. TÜV und ASU. TÜV und ASU. Alles fertig. Was ich nicht anrühren werde, sind hier diese Pads, die zur Wärmeübertragung dienen. Die lassen wir so, wie sie sind. Wie dieser tolle Tetri-Stein da. Tetris? Tetromino. Tetromino? Tetrapack. Hallo. Hallo, Sie. Tetromino? Tetraeder. Oder wie heißen die Tetris-Steine? Tetrino. Tetrino, ja. Tetrino. Das ist echt super, dass wir... Da fragen Sie sowas um diese Uhrzeit. Es ist immer gut, dass wir Profis vor Ort haben. Ja, Tetrino. Tetrino, ja. Die heißen vier Klötze. Tetrisse. Der heißt ein Langer und ein Dreier, der Langer. Aber eigentlich ein Vierer ist. Langer und Dreier und der Block. Und der Kubus. Kubus! Ja, also, effektiv. Das Einzige, was wir also behalten werden nachher, ist dieser monströse Kühlkörper. Und natürlich die Grafikkarte. Ja, die Grafikkarte und das wird dann versorgt hier mit zwei wunderschönen Lüftern aus dem Hause Arctic, die F12 PBM PST CO 2 Edition. ja, damit. Die werden dann hier drauf geschnallt. Das sieht dann nicht schön aus, aber es kühlt gut und es ist leise. Und ja, werden wir schauen. Aber jetzt erstmal hier. Zum einen bringt natürlich auf jeden Fall das Paste-Erneuern etwas. Das ist eine Sache, die man jemand eventuell mal anstreben kann, wenn man so eine Grafikkarte tatsächlich schon so 2-3 Jahre benutzt. Und die sowieso außerhalb der Garantie ist, dann kann man da mal drüber nachdenken. Weil normalerweise gibt es immer irgendwen, der die Karte schon auseinandergenommen hat und dann ungefähr auch angegeben hat, wie man die denn auseinander nimmt. Das ist mal komplizierter, mal einfacher. Hier sind es nur ein paar viele Schrauben, aber ansonsten, wenn die Karte warm ist, das war ein sehr guter Tipp übrigens so im Livestream. Richtig glänzend. Ja, das ist schönes Silizium. Silizium. Haben Sie doch bei dem Steve Jobs Buch? Ja. Bei der richtigen Biografie haben sie doch komplett Silicon mit Silikon übersetzt. Ah. Im kompletten Buch. Epic Fail. Und dann hat es natürlich dann Shitstorm gegeben. Also das englische Silikon. Silicon ja, ist ja, nämlich Silicon ist Silicon. Ist beides, ne, glaube ich, bei denen, gell? Hat das eine Doppelbedeutung? Ich glaube,
Silicon und Silicone. Der Elu weiß das bestimmt. Silikon, Silikon? Englisch Silikon und Silizium heißt. Silicon. Und Silikon? Silikon. Silikon. Hab ich gesagt. Hast du gesagt? Hab ich gesagt. Ja, Entschuldigung, ich werde nie wieder den Joker nehmen. Bitte jetzt nochmal Instant Replay dann reinschneiden. Ja, Silicon und Silikon. Der Elu weiß das bestimmt. So, damit die Schrauben nicht wegkommen, habe ich die jetzt mal kurz an den Kühlkörper geschraubt, also während wir uns hier über, was? Über Silizium unterhalten. Über Silikon. Silizium. Genau, wir werden jetzt ein paar schöne Silikonkörbchengröße D hier drauf basteln. So, jetzt kommt er doch richtig schön Schwabbel. Oh, meine Güte, immer diese riesen Kartons. Master Geo Maker. Nigelnagelneu. Oh, geil. Was ist das genau? Das ist die Cooler Master Master Game Maker. Die hat irgendwer mal im PC Games Hardware Extreme Forum sehr gut getestet. Naja, die kann ich auch. Danke für diesen Test. Es war auch nur ein User. Ein User, Baby. Hat die sehr gut getestet oder für sehr da gut? Da ist wieder, für sehr gut. Da ist wieder der 1A Eislöffel. Der 1A Eislöffel, mit der wir diese Paste einfach verstreichern. Versucht das mal so ein bisschen. Ja, es ist. Ich weiß, Leute. Hier gibt es jetzt wieder den Shitstorm. Es ist viel zu viel Paste, bla bla. Ja, schnell, sie kommen. Slap that. Ich habe eigentlich viel niedrigere. Ja, genau. Schmier es überall drauf. Da, wo ja, Platz ist noch. Das ist egal. Die leitet ja nicht. Das wäre bei dem Heavy Metal wesentlich relevanter. Ich bin überhaupt nicht drauf. Nee. Gerade bewegt sich immer. Scheiße. Was machst du die ganze Zeit die Ecke? Ja. Das ist nicht so einfach. I know. Ich muss eigentlich eher auf der anderen Seite sitzen, weil du Rechtshänder bist. Oh, da bin ich. Yep. Ich quasi so von der anderen Seite filmen. True Story, Bro. So, jetzt haben wir so richtig schön jetzt das Ding eingeschmiert. Jetzt haben wir so richtig schön das Ding eingeschmiert. Jetzt hauen wir da so einen Kühlerdruck. Aber ich glaube, wir müssten eigentlich zuerst die Lüfter anbringen. Es ist wunderbar, wie du die einzelnen Verarbeitungsschritte im Kopf hast. Ja, total. Ja, guck mal, wir haben die Paste jetzt schon drauf und jetzt haben wir wieder Staub drauf gepustet. Nein, haben wir nicht. Tun Sie mal da hinten hin. Ja, wir legen sie erstmal an Seite. Wir legen sie erstmal an Seite. Das sieht schon geil aus so. Guck mal, ist Game Over. Wenn ich sie jetzt so einbauen würde, wie lange würde sie laufen? Ja, die merken, die laufen dann auf 100 Grad und dann entweder schalten sie dann ab oder drosseln sich auf das Minimum an Megahertz, was sie so machen. Lange überlebt das so eine GPU nicht. So, hier Arctic Baby. Ah, hier haben wir jetzt so einen dieser Lüfter. Genau. Hier drehen die sich. Da drehen die sich, ja. Und hier ist aber so ein Tütchen. Ohne Tütchen. Wir haben schöne lange Kabel, PWM gesteuert, das Ganze. Das heißt, ist auch etwas, was mich immer stört. Zu kurze Kabel. Zu kurze Kabel, ja. Ja. Zu kurze Kabel, also Kabel können nie lang genug sein. Außer USB. Und, ja, die verlieren irgendwann ihre. Die haben irgendwann. Da kommt nichts mehr an. Guck mal hier, kannst die Anleitung googeln, ja. Ah, hier, für die Leute da draußen. Für die Leute da draußen, die wissen wollen, wie man Lüfter reinschraubt. Hier gibt es den QR-Code. Oh, Verzeihung. Kriegen wir das ab hier? Manuale Muerte. Manuale. So, auch die Rückseite ist sehr interessant. Sie ist weiß. Wo ich da mein Cuttermesser? Bei Nebenwirkungen fragen Sie Ihren. Ich versuche jetzt hier einmal oder Grafikkartenverkäufer. Diese Lüfter. Warum machst du das denn ab? Warum mache ich das ab? Weil das abgehen könnte und eine Umwucht machen könnte, aber ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Das ist, oh, meine Güte, so fühle ich mich auch gerade. Ich habe schon Papier getrunken. Schon Papier getrunken. So ungefähr meine Sicht auf, auf das Ganze der Dinge. Ja, das war. Scheiße, Mann. So war es kühl. Mann, einen ab und den anderen lassen wir dran. Aber dafür machen wir da vorne. Dieses Zeug, was du da benutzt, das ist Ersatzdroge. Wo ist mein Cutter, wenn man ihn braucht? 21 Grad runterkühlen. Ah, Leute, hier wird noch mit der Hand gearbeitet. Hier wird noch rumgesehen. Insofern nach dieser Aktion noch Finger vorhanden sind. Der Blöd, Mann! Du ärgerst mich. Arctic! Arctic, ja. Arctic ist Riktig. Bald nicht mehr. Was tust du?
Ja, warum gehen diese scheiß Aufkleber nicht gescheit ab hier? Warum hast du sie nicht einfach dran gelassen? Ja, weil ich... So, zum Thema, ich hab's sieht nachher nicht so schön aus, jetzt weiß ich warum. Ja. Oh, meine Güte, das wird ja mal schlimmer. Ich muss schnell Edding holen. Hast du nicht Alkohol da? Ja, hier. Wasabi! Hört auf. Lass mich raten, du hast noch 10 Stück im Petto. Sorry, ich denke jetzt den hier. Die waren im 100er-Pack viel günstiger. Da hat man pro Lüfter 0,01 Cent gespart. Nimm jetzt den hier. Also, kommt nicht auf die waghalsige Idee, so einen Zettel zu entfernen. Der ist bei Arctic sehr gut geklebt. Es gab mal Lüfter aus anderen Hause, da waren die dann irgendwann am Flattern. Und dann hast du gehört. Oh, meine Güte. Ja, und die Grafikkarte wird ja warm. Trotzdem noch. Und dann weiß man halt nie, was mit so einem Kleber passiert unter so einem Aufkleber. Also, ne? Kleber unterm Aufkleber. Kleber unterm Schuh. Wir brauchen Kabelbinder. Hey! Oh, ja, die Box ist doch auch schon bestimmt 100 Jahre alt. Definitiv. So alt bin ich ja auch schon. Ja, das wurde in den Familien weitergegeben. Ja. Das ist ein richtiges Familienerbstück. Da. Mittlerweile nicht mehr 512-teilig. Aber dafür erweitert mit Schraubenzieher und Zahnbürste. So. Guck mal, ja, dass sie dann so nachher aussieht, weißt du? Ja, ich finde, das ist doch schon. Das ist schon. So ein Live-Support. Das ist ein Live-Support, definitiv. Eine R9 ist nie tot. Absolut repräsentativ, finde ich. So, wo will ich sie zusammen? Wo kriegen denn die beiden Lüfter nachher einen Strom her? Die kriegen sie vom Mainboard oder? Motherboard, genau. Okay, also gibt es keine Möglichkeit hier noch mit einem krassen Adapter quasi. Ja, theoretisch höchstwahrscheinlich schon. Habe ich aber keine Zeit für das mal auszuprobieren und jetzt das Experiment wagen möchte ich eigentlich nicht. Die originalen Lüfter haben ja auch 4 Pin. Also vielleicht hat ja einer der Zuschauer da draußen schon Erfahrung mitgemacht. Die haben ja auch 4 Pin. Also blau, grün, gelb, schwarz. Ja, blau, grün, gelb, schwarz. Also höchstwahrscheinlich würde es funktionieren, wenn man halt das Ganze dann umsteckt. Nur ist die Frage, wie halt die Standard-Lüftersteuerung, die auf der Grafikkarte läuft, diese Lüfter anspricht. Nachher laufen die viel zu langsam. Dass du dann da... Wird der MSI Afterburner gleich sowieso meckern? Ja, meckern nicht. Der wird einfach nur anzeigen, was er anzeigt halt. Das heißt also, die drei Lüfter da werden jetzt verstoßen. Genau. Quasi die fehlt jetzt nur noch die Musik aus Secret of Mana, wo der aus dem Quelldorf verbannt wird. Ja, genau. God damn it, meine Fingerfertigkeit doesn't work. Du musst jetzt quasi so ein Verbundobjekt basteln. Ja, ich möchte es etwas schöner machen als meine Ghetto 92. Ein bisschen schöner. In the Ghetto. In the Ghetto. So. In the Ghetto. Die beiden schon mal verbunden. Seitenschneider. Hey. Oh, mein Amor. Ja gut, ja, gleich in die Kram, aber... Sei hier Gast. Wir bedienen ohne Rast. Die Serviette um den Hals, Cherie, dass du hier nicht ist verpasst. Sei hier Gast. So. So ist das geil. So. Ach, ich bin immer so. Das ist egal. Egal, wo es ist. Wenn der Metz in der Nähe ist, man dem Hobby nachgeht. Man, ich brauche längere. Warum sind die alle so kurz? Was hat das Mädchen auch gesagt? Der Spruch, längere. So. Also. Hier hinter können wir hergehen. Da drunter können wir gehen. Da drum können wir gehen. Was riecht das hier auf einmal so? Hast du das Mittel umgeschüttet? Nee, ne? Ich hab's Mittel auf. Das Mittel zu. Die Kabelbinder machen aber nachher keine Probleme an dem heißen Kühlkörper. Nö. So Schmelz, Welt. Ach was. Ach nö. Das ist so eine Sache. Nee, wo du einbrechen so gedacht habe. Wie macht man das? Bescheid. Ich möchte mal. Ist da was runtergefallen? Ich glaube nicht. Das ist alles gut. Das ist cool, das funktioniert ja schon mal. Ja, das war sehr gruselig. Ja gut, aber Overcooked ist genauso, also...
Ja gut, aber irgendwie ist gerade mal ein bisschen. Ja, weil sie quasi sich auf einen Screen beschränkt. Und weil danach ist es einfach oben. Dann noch die Wachen und alle. Ja, ne? Nein, das ist aber ein anderer. Ist ja wie bei Peter Lustig hier. Ja. Soll man ja lang hängen lassen. Ne? Geht kein Kabel mehr gerade. So. Dann kommt da einmal durch. Und wenn ich jetzt noch einen reinstecke, habe ich doch gewonnen. Ja. Ist cool. Steck da noch einen rein. Steck noch einen rein ab. Man kann nie genug reinstecken. So. This isn't really happening. This isn't really the mapping. So. Sieht schon ein wenig dubios aus, um es mal noch mit humanen Mitteln auszudrücken. Ich find's schön. Ja, ich weiß, also dein bester Freund sind schon die Kabelbinder. Die Kabelbinder sind toll. Guck mal. Könnte auch ein Bastelvideo von der RAF hängen die jetzt über von den der RAF? Red Faction. Bombenvideo aus. Das ist auch Bombenvideo hier. Tragen die dann über die Kühlrippen raus? Das ist aber nicht original. Das ist gepimpt, Mann. Prost. Prost. Du hast ja deine Vapor Chamber. Alles im Blick hier. Das ist sehr gut. Ich schon nicht mehr, dabei sitze ich direkt davor. So, ja, einmal da. Lass mal überlegen. Ich jetzt Okay, das war die eine Seite. Ich dachte, das wird jetzt einfach so direkt brutal in den Kühler geschraubt. In den Kühler? Ja, nee, das wäre ja Sachbeschädigung. Hier ist echt geil. Sag mal. Hier ist er echt geil. Keine Ahnung. Der schönste Platz ist ja auch hinter der Theke. Oh, drei Würmer. Ich weiß schon immer, wie Bali trinken. Ich Bali. Oh, das ist falsch. Oh no. Wo herum? Da hinterher. So, ich muss mal eben strategischen Armwechsel machen. Ja. Ich weiß, ich bin gemein, ne? So. Ja, schön in Ordnung. Schön Arm mal strecken. Nein, er hat seine 31 geklaut. Oh, Ripp. Ich? Naja. Hey, Ripp. Wo ist denn mein Getränk? Das steht noch da. Runde. Eckeling. Letzte Runde. Klingelt was trinken, oder? Cracky, noch 5 Minuten. Ja, genau. Mach mal hin, ey. Magst du was? Möchtest du was trinken? Ich weiß nicht, wo mein Getränk steht. Hier, was der Baumeister. Was willst du denn trinken? Ja, wo steht mein Getränk? Ja, Mensch, was trinken? Das ist meine Frage. Dann machst du dir noch neu. Nein, ich hab doch irgendwo... Ich glaube, das steht bei mir am Platz. Das war doch fast voll. Siehst du? Oh. Ja, sehr, sehr, sehr aufmerksam, das war das Getränk. Vielen herzlichen Dank. Die Rechnung bitte später. Ich werde mir das mal hier hinstellen, damit das nicht im Weg steht. Say what hier. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Ich find's affengeil. So. Oh, das perlt aber wieder. Hallo, wir arbeiten hier, ja? Ich war nur mein Job. Ja, ja. Ja, ist klar. Only my job. Komm her, Schatz. So, jetzt wird die Boss-Transformation abgeschlossen. Genau. It's alive! It's a wife! So. Rampampo, rampampo. Number time. Halt! Hab ne Zeit. So, wir fangen mit der GPU an. Cola und Zitrone. Das klingt auch nicht schlecht. Aber der Wurm hat die gerade keinen Wurm. Verschrauben das Ganze wieder.
Habt ihr eine coole, simple und effektive Lösung, den Luftstrom zu verbessern an der Stelle mit einfach mit dickeren Lüftern, ja. Klar, die Karte wird dadurch einen Slot dicker. Also sie brauchen einen Slot mehr Platz. Werden sie das nicht immer? Wenn mein PC war, die Dicke ist nicht aufzuhalten. Ja, wenn du einen geilen Airflow hast, ist das aber eigentlich schlecht. Also du guckst immer so Mainboards an und sagst, ah, früher PCI-Express-Karte und dann so alle PCI-Slots drunter, kannst du dich eigentlich von verabschieden, eben vor etlichen Jahren. Klar, wenn du eines Morgens dann irgendwann brrrr, dann weißt du, was passiert ist. Gut, okay, ich werde mir das Geräusch so merken, abspeichern und gegebenenfalls abrufen, wenn es soweit ist. Waren das die Kick-Kabelbinder? Kommt Kick. Die auf einmal aus dem USB-Slot raus. Der Kabelbinder ist ja. Plastik raus, weißes Plastik raus mit dem. Insane in the membrane. Insane in the brain. Wir von 3,5 ist das Problem. Nehmen wir was, komm. Das hört sich original an wie bei Werner, ey. Du gehst mit, du. Du gehst mit, du. Ja, übernehmen. Ach, das ist eine Nummer 10. 14. Du gehst mit. Nein, it's gone. Yes! So krass viele toll. Schrauben hier. Der Kühlkörper auch irgendwo überall Anpressdruck hat. Der Timo hat. Was hat denn da unten drunter? Oh. Eins, zwei. Boah, wow. Viele Schrauben. Dann nehme ich die oberen weg, dann kann man noch gewinnen. Ja. Im Hintergrund wird gerade gewürfelt. Ja, wow. Was soll ich würfel los. Deshalb diese störenden Nebengeräusche. Wir bitten dies zu entstehen. Wir haben eine Nebengeräusche. Aber das Leben besteht halt hauptsächlich aus Spaß. Das sieht schon aus wie eine Porno-Edition jetzt. Da sind aber noch Schrauben über. Achso, das sind hier an der Seite, ne? Ja, diese rückwärtigen. Die rückwärtigen mal mit bestehen. Die mag ich nicht. Alle? Nix, ne? Die sind immer so ein bisschen widerspenstig, die rutschen immer so gerne raus. So viel. Die Schweine. Musst du 5 solche nehmen oder halt dann auf eine 2? Ja, das neue Werkzeug zahlt sich aus. Geht ab. So. Finanziert durch unsere. Jetzt gucken wir uns einmal kurz an, wo wir mit den Lüftern dran müssen. Du musst jetzt klar, ich komme. Ja. Now, well. Wir eruieren das mal. Am besten mit einer Leuchte. Sind ja genug da. Horizon-Leuchten. Horizon-Leuchten. Da ist noch ein Chassis-Fan. Also im Prinzip direkt bei der Grafikkarte. Also können wir das Ganze sehr kurz handhaben. Das ist doch super. Das ist das Chassis-Fan 1. Müssen wir uns merken, Chassis-Fan 1. Den steuern wir dann im BIOS an und dann stellen wir die Lüfter auf die Drehzahl, die wir gerne haben wollen. Weil die haben einen schönen Spielraum. Von 600 bis 1350. So. RPM. It's in the game. Sollte ich dir jetzt wieder hinterherlaufen? Das wäre schon eine Idee, ja. Ich dachte, du holst nur was. Du wolltest die Kabel jetzt einbauen. Ja, aber hier, die Kabel, die flottern ja auch noch so rum. Ich wollte erst mal gucken, ja, wollte erst mal gucken, wo wir mit den Kabeln hin müssen. Mir doch egal. Ich will nochmal rankommen, weil wenn dir einer nicht kann, ist wieder. Das ist halt sehr praktisch bei den Arctic-Lüftern. Du kannst die halt auf einen Stecker machen. Okay. Wir haben immer Y dabei. Wir müssen setzen. Ja klar, irgendwann ist der Anschluss überlastet, aber zwei Lüfter sind überhaupt kein Thema. 21? Darum legen wir das hier mal so zusammen. Glaub die 21, dann kann ich die 26 klauen. Du brauchst eine 1, dann kannst du 22 klauen. Da einmal. Ich hab jetzt eine Raue, also. Das ist eigentlich kann ich dir jetzt einen klauen? Nee, klau den Mad Cow, weil dann der hat eine höhere drunter für mich. Mir nur die Theorien durch, ob ich mich noch gewinnen kann. Das
a bit too much. Mit der Dimmer von Eiskalte 25. Und dann war es das nur meine Farbe. Too much, baby. Oh, too much. Poor war boy. Trumans. Mit Ketchup und Zwiebeln. Trumans. Die Trumans Show. Da wird nur Trumans gegessen. Ja, die ganze Zeit. Trumans mit Ketchup und Zwiebeln. Ketchup und Zwiebeln. Mach er extra fertig. Oh. Ich hab 5. Das ist voll viel. Fuck. Ja. Oh gut, er hat 7. Schönes Spiel. Juhu. Ist da noch drin. Schönes Spiel, aber es war ein schönes Spiel. Simpel, aber doch. Ja. Simpel, aber effektiv. Simpel, aber doch. Hat seinen Charme dadurch. Simpel, aber oho. So ist cool. Oho. So. War gut. Attacke. So, jetzt gehen wir wieder rüber. Ja, bitte. Dann gehen wir jetzt meinen Rechner. Das. Ryzen 7. Ryzen. So, gucken wir mal, ob das so hinkommt. Ja, der geht. Der ist schon hier. Legen wir ihn einmal kurz hin. Ja. Ich glaube, der macht hier irgendwie so eine Restlichtverstärkung an, dadurch fängt er zu ruckeln an. Ja. Aber ist nur ein Display oder? Nee, nee, ist auch eine Aufnahme. Na gut, okay. So. Ich hab gleich diese Slow Looks noch an. So. Stecken wir einmal den Lüfter ein hier. Zack. Gerade umgedreht. Verzeihen Sie, meine Nase läuft. Kein Problem. So, ja, ich krieg gerade wieder rein. Wann gibt's Frühstück? Um 4. Ob ich schlafe? Ja? Halb 7 gibt's Frühstück. Okay. Ich glaube, dann bleib ich einfach wach. Sieht auf jeden Fall, sieht gut aus, ne? Sehr interessant aus, ja. Guck dir das an! Gut, das ist ja. Ghetto! Strom noch dran. Und dann geht's weiter. Dann machen wir die Kiste an. Dann machen wir die Kiste an. Die Kiste ist fast leer. Große Kiste ist fast leer. Worüber steuerst du jetzt nachher die Fans? Übers BIOS. Also die stellen wir fest ein, weil du hast ja im BIOS nicht die Möglichkeit zu sagen, ey, yo, regel mal nach dem Grafikkartenlüfter. Und wir stellen die halt so fest auf geschmeidige 1100 Umdrehungen. Das wirst du aus deinem Gehäuse wahrscheinlich nicht heraushören, weil das ja 120 mm Lüfter sind. Und dann ab dafür. Stellen wir erstmal wieder hin. Dann geh ich mal wieder auf die andere Seite. HDMI-Kabel dran. Tu doch mal das HDMI-Kabel dran. Stell den Campingwagen nicht da hin. So. Jetzt kommt der Moment. Fire it up. Ich sehe von hier schon, dass sie laufen. Woll. Was ist denn das für eine Zahl auf dem Mainboard? Ja, das ist die geile Fehlerkundeanzeige. Und? Lauter Fehler. 90, 14, 15, alles vorhanden. Mein Rechner ist ein absolutes Wrack. Rechner, das Epox haben wir jetzt eingeführt. Die Fehlercodes. Ja, Epox hatte das, glaube ich. Also die erste, ja, oder? Ja. Ah, du hast dieses geile Asrock Sapphire. Ja, habe ich extra ausgesucht. Das ist saugeil. Wollte, so, Fan 1, jetzt laufen sie gerade auf 1200. Moment, lass mich mal ranzoomen. Ja. Ja? Ja. Gucken wir mal, wie wir sie einstellen können. Wir haben ja hier alle Möglichkeiten. Chassis Fan 1. So, wir können ihm sagen, ich möchte ihn gerne auf Fullspeed betreiben. Jetzt hört man sie auch. Dann laufen die... Ja, auf gut 1400, 1450. Das ist natürlich maximale Kühlleistung, aber das ist dann doch hörbar. Ja? So, wir wollen natürlich sagen, Customize. Monitor, das ist egal, was er abgreift, ist egal, weil wir machen Folgendes, wir stellen die komplett, egal welche Temperatur anliegt, komplett identisch ein. Also das ist mal überall das Poti-Wert 65. Drei Spiele und zwei Login-Karten. Okay, das sind jetzt etwas über 1200 Umdrehungen. Wir gehen mal auf 50. Aber wir können die auch noch. Ja, die kommen rein. Das ist quasi, geht ja so eine Diffuse-Karte und einmal zu Diffuse. Ja, das sind jetzt 1100, 1142. Guck mal, wie weit wir runter. Warte, der ist nochmal runtergegangen, oder?
Dann war der gerade noch ein Drossel, meinst du? Ja, F20 in etwa. Gucken wir mal, wir können ja mal gucken, wie weit er runter geht. Fan Duty, sagen wir mal, 20. Ach, das war jetzt der. Hoppala. Hab ich den falschen eingestellt? Ich hab den falschen eingestellt. Nein, warte mal. Genau, weil dann ist ja nur noch eine drin. Für die letzten zwei Spiele. Ich weiß nicht, wie ich ihn eingestellt habe, also gehe ich einmal kurz raus. Ohne zu speichern aus dem BIOS. Mr. JZ Elektronik übrigens, der macht das dann immer so, dass die Lüfter erstmal ausgehen. Die sind dann erstmal aus und erst an einer bestimmten CPU-Temperatur laufen die überhaupt an. So advanced bin ich noch nicht, aber. Aber Entfernen-Taste drücken hast du schon drauf. Das kann ich super. Guck mal, wie toll ich das kann. Also man zieht eine Karte und dann so. Halt irgendwann nochmal. Nach alle auf die Hand nehmen. Und wenn es nichts drin ist, was man natürlich schreibt. Also hier. Wie wir das sammeln. Chassis Fan an. Customize. 20. Ich glaube, die sind jetzt relativ langsam. Special Combos. 750 Umdrehungen. Ja, 600 bis. Kannst du eine Random Karte stehlen? Das ist natürlich jetzt extrem silent. Wir stellen sie aber einfach mal so auf. Ich würde mal sagen, wir lassen sie mal auf 50 laufen. Auf halber Kraft. Ist der Fall. Drei Stück darfst du lange schicken, dann in die Fuse. Genau. Wenn du aber keine hart hast, du dann. 50. Jetzt habe ich wieder den falschen eingestellt, ne? Nee, finde ich. Ja, um deinen Flug fertig zu machen. Genau, 11,50. Ja, die drücken schon gut Luft durch. Das kann man hier, kannst du direkt hier, das kannst du richtig spüren. Saukrass. Da hast du eine Kühlleistung. Oh ja. Geh mal mit dem Ohr dran. Also das ist total angenehm. Ja, denkst du, dass der Deckel noch drauf ist? So, speichern. Ja. Die laufen jetzt immer auf dem Speed. Die laufen jetzt immer auf dem Speed. Da brennt nichts anderes. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas passiert. Das ist... Das hört sich jetzt nicht so an, als hättest du es ausgiebig getestet, sondern eher, du könntest dir denken, kann nichts passieren. Nein, also da kann nichts passieren, weil die Karte einfach wesentlich kühler bleiben wird. Und du kühlst halt den gesamten Kühler mit richtig Power davor. Und das hier das Ende, dass das da ein bisschen überlappt, das ist glatter. Ja, wichtig ist, dass die großen Kühlerwellen hier wirklich richtig die Luft abkriegen. Und das ist toll. Selbst das Mainboard wird besser gekühlt dadurch. Okay. Weil da einfach mehr Airflow herrscht. So, schnapp mir mal dein Seitenteil. Oh, wenn ich gerade wunderbar umtrete. Setzen wir jetzt nämlich drauf. Und dann lassen wir die Karte erstmal wieder aufheizen. So richtig massiv, wo wir vorher halt, ja gut, mit gedrosseltem Lüfter vorher war es quasi auch silent eingestellt, waren wir natürlich bei 90 Grad. Ich glaube normalerweise wird die Sapphire so knapp über 80 in Standardausführung. Weil sie hier auch leicht gepimpt ist, aber ja. Wir testen und dann melden wir uns mit dem Ergebnis wieder. Super Taste. Hallo, wir haben ein Ergebnis. Freunde! Wir gehen ins Bett. Hallo Freunde, es ist leise. 84 Grad. Das ist für eine R992. Ziemlich in Ordnung. Gillette! Gillette! Außerdem ist es hier immer noch schwer warm drin. Also von daher... Das ist Hochsommer. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon sehr, sehr in Ordnung. Demnächst werde ich dann nochmal schauen, ob man noch ein bisschen Takt rauszwiebeln kann aus der Karte. Könnte unter Umständen das eine oder andere Framchen bringen. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Danke, Mattis, fürs Filmen und tschüss, bis dahin.